Liebe, politische Intrigen, eine Freundschaft, die in Hass umschlägt. Giuseppe Verdis Oper »Ein Maskenball« ist ein Krimi über einen Herrscher, der die Frau seines engsten Freundes liebt und seine Feinde nicht sehen will. Unter dem Schutz der Masken geschehen Intrigen und ein Mord auf dem Maskenball. Regisseur Vincent Bussard bringt Giuseppe Verdis Oper über eine verbotene Liebe und eine gebrochene Freundschaft in großen Bildern auf die Bühne des Nürnberger Staatstheaters. Der Modeschöpfer Christian Lacroix hat die opulenten Kostüme für die Aufführung geschaffen, Markus Bosch dirigiert Solisten, Chor und die Staatsphilharmonie Nürnberg.